1664 erobern britische Truppen an der Ostküste der USA die holländische Siedlung Neu-Amsterdam und benennen sie in New York um. Die kleine befestigte Niederlassung auf der Insel Manhattan wird zu einer der bedeutendsten Städte der Welt anwachsen. 2005 wütet der Hurrikan Katrina im Süden der USA, insbesondere die Stadt New Orleans leidet. Am 27. August muss der Notstand ausgerufen werden. Und das geschah in Österreich. Am Morgen des 27. August 2015 entdeckt ein Mitarbeiter der ASFINAG in der Nähe der burgenländischen Gemeinde Parndorf einen in einer Pannenbucht an der Ostautobahn abgestellten Kühllastwagen. Der Gestank, der aus dem Fahrzeug tritt, lässt Böses ahnen. Er alarmiert sofort die Polizei. Nachdem die Beamten den luftdicht verschlossenen Laderaum des Lastwagens aufgebrochen haben, bietet sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Auf der nur 6 x 2,5 Meter großen Ladefläche liegen etliche übereinander gehäufte Leichen. Ja, eigentlich war der Tag relativ ruhig bis zur Mittagszeit. Ein Kollege von uns, der eigentlich frei gehabt hat, hat dann die Erstmeldung bekommen, dass auf der Ostautobahn irgendetwas mit Flüchtlingen passiert sei. Wir haben zuerst an einen Unfall gedacht und dann im Laufe des Tages, wo dann immer mehr Informationen durchgedrungen sind, dann sind wir vor vollendeten Tatsachen gestanden. Und tatsächlich waren dann 71 Tote in diesem LKW. Es war eine schier unglaubliche Meldung an diesem Tag. Und dann hat bei uns auch das Werk in der Redaktion begonnen zu arbeiten, wie wir diese Geschichte dann aufbereitet haben wollen und wie wir das machen werden. Es war dann ziemlich stressig, aber alles überschattet eben von dieser Tragödie, die eigentlich unfassbar war zu dem Zeitpunkt. Erste Schätzungen sprechen von bis zu 50 Opfern. Später wird die Zahl auf 71 korrigiert. 59 Männer, 8 Frauen und 4 Kinder, von denen keines älter als 10 Jahre alt war, kamen in dem engen Raum des Schlepper-LKWs auf grausame Art und Weise zu Tode. Ja, wir haben es am Anfang auch nicht so richtig glauben können. Erst im Laufe der Stunden sind wir dann drauf gekommen, noch mehr Tote, bis eben diese Zahl dann auf dem Tisch gelegen ist. Das ist auch für einen hartgesottenen Redakteur eigentlich schwer zu verkraften. Wir haben dann halt so gut als möglich professionell versucht, das Ganze umzusetzen für Zeitung oder auch für Krone.at. Wir sind dann dort an den Tatort gefahren, auf der Autobahn. Dort ist dieser LKW gestanden, überall die Polizei rundherum großräumig abgesperrt, auf der anderen Seite auch abgesperrt. Und wir haben natürlich nicht direkt in diesen LKW reinsehen können, aber wir haben gewusst, was dort passiert ist und dass dort eben 71 Leichen liegen, darunter auch 4 Kinder. Und das ist dann auch für einen hartgesottenen Redakteur oder eine Redakteurin ziemlich schwer zu verkraften. Bei Außentemperaturen von weit über 30 Grad erstickten die Flüchtlinge in dem nicht gekühlten Laderaum. Untersuchungen werden später zeigen, dass sie noch verzweifelt versucht hatten, mit letzter Kraft aus dem Laderaum auszubrechen. Was sich wirklich in diesem LKW abgespielt hat, das kann man eigentlich nur erahnen. Es hat Kratzspuren innen gegeben, dass die Leute versucht haben, dort auszubrechen, weil eben die Luft knapp geworden ist und schließlich dann die Personen erstickt sind. Die Bilder dieses LKWs und auch aus dem Inneren des LKWs gingen um die Welt und haben Europa bis zu einem gewissen Grad auch wachgerüttelt, was die Flüchtlingskrise anbelangt. Und daher muss man halt sagen, dass diese ganze Tragödie doch etwas ausgelöst hat, auch innerhalb Europas. Das Schockierendste an der ganzen Sache war eigentlich, dass viele schon geahnt haben, dass früher oder später irgend so etwas passieren wird und dass es tatsächlich dann auf österreichischem Boden, eigentlich mitten in Europa passiert, das war eigentlich das Schockierendste daran. Ein Augenzeuge berichtet der Polizei, dass er den Kühllastwagen bereits am Vortag, also am Morgen des 26. August, in der Pannenbucht gesehen habe, zudem einen Mann, der in einem PKW geflohen sei. Die Polizei beginnt nach den verantwortlichen Schleppern zu fahnden. Tatsächlich gelingt es, die Verbrecher ausfindig zu machen. Im Juni 2017 werden die 4 Haupttäter zu jeweils 25 Jahren Gefängnis verurteilt. In zweiter Instanz erhalten sie schließlich lebenslänglich. 69 der 71 Toten können später identifiziert werden. Es handelt sich um Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, dem Iran und aus Afghanistan.